Moin, ihr artigen Spieler, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Ben und wenn ihr mir helfen wollt, dann lasst mir doch ein Abo da und klickt auf die Glocke. Beim letzten Mal haben wir den Geheimraum geknackt mit dem Statuenrätsel, haben noch eine dritte Geheimkammer gefunden, sind Harim und Kaesi begegnet, haben am Ende die Feuerwand überwunden und Soldaten gerettet. Und jetzt sind wir vorm Endkampf, den werden wir gleich angehen. Kurz zur Info, in den letzten Folgen war doch der Sound, also nicht die Musik, der Sound manchmal etwas zu laut und hat mein Sprechen an manchen Stellen übertönt. Deshalb habe ich die Soundeffekte noch etwas runtergedreht und hoffe, dass es jetzt besser funktioniert. Wenn wir gleich durch die Tür gehen, dann wird es einen Ladebildschirm geben. Den werde ich wieder nutzen, um die Map einzublenden und etwas zur geografischen Lage zu sagen. Auf geht's! Wir befinden uns nach wie vor in Restorf im Königreich Brevoi im Aldori-Anwesen und eilen gerade eben Jamandi Aldori zur Hilfe im Endkampf. Den sehen wir uns jetzt an. Da geht der Kampf auch schon los. Da ist unser Riese, den wir schon zuvor gesehen haben, aber noch nicht bekämpfen konnten. Attacke! Jamandi im Kampf gegen die Assassinen helfen. Dieser Kampf gestaltet sich wie folgt. Wir müssen die Typen hier vorne besiegen, insbesondere diese drei Caster, die hier gelb markiert sind. Dann wird die Energiebarriere einbrechen und der Kampf ist dann auch vorbei. Wir werden mal sehen, wenn der sehr viel zu einfach ist. Wir sind ja mit sehr niedrigen Spieleinstellungen ins Spiel gestartet. Dann werde ich die wieder ein bisschen erhöhen. Ein bisschen Spaß muss es ja auch noch machen. Wir werden sehen. Einfach mal rein ins Geschehen. Oh, kann direkt hier vorne angreifen. Valerie tankt auch. Die geht auch hier vorne rein. Lindsay, Lead kann sie nicht mehr spielen. Die kann mal hier hinten den letzten betäuben. Tatushio kann den Anführer angreifen. Und das kann Jetel auch machen. Und Harim leistet moralische Unterstützung. Das kann er ja ganz gut, ne? Attacke! Lass sie nicht durch! Jamandi stirbt heute Nacht! Amiri greift in den Kampf ein. Kommen von Norden. Können wir aber nicht aktiv steuern. Der letzte. Und die Energiebarriere bricht. Der Riese hat sich hier noch, habt ihr vielleicht noch gesehen, als Basilisk oder wie die heißen, mit Jamandi sprechen. Sobald man mit Jamandi spricht, nach dem Dialog kommt man woanders hin. Deswegen hier schön looten vorher. Denn die Chance ist dann vertan. Ah, der Ries ist leer, okay. Da ist manchmal auch was drin hier hinten in der Leiche. Man wird nicht alle Gruppenmitglieder mitnehmen können nach dem Dialog. Im Dialog entscheidet sich, je nachdem, welche Entscheidung man vorher getroffen hat, entscheidet sich, ich werde es gleich während des Dialogs ein bisschen erklären, entscheidet sich, welche Anfangscharaktere man hat. Auf die anderen stößt man dann später wieder, aber an dieser Stelle insbesondere auf schwierigen Schwierigkeitsgraden, ich werde das jetzt nicht machen, aber es bietet sich an, wenn man ungefähr schon abschätzen kann, welche Charaktere man mitnehmen wird. Es bietet sich an, das Inventar so umzuräumen, dass man eben die man mitnimmt, gut gerüstet hat. Kann man an dieser Stelle machen. Man kann an dieser Stelle auch nochmal speichern, um Einfluss auf den Dialog zu nehmen. Aber meines Erachtens nach ist das unnötig, denn
etwas später im Spielverlauf kommen die anderen Charaktere dann auch wieder zu einem. Hat der hier eigentlich was zu sagen? Den habe ich noch nie angesprochen. Eine beispiellose Gerolltat. Denkt an meine Worte. Wir finden den Drahtzieher. Yamandi Aldori. Oh nein, ich habe es gerade gesehen. In dem Riesen war noch was drin. Egal. Als Yamandi wieder zu Atem kommt, lässt sie ihren Blick über den verwüsteten Bankettsaal schweifen und grüßt die Überlebenden. Danke für eure Tapferkeit und euren Mut. Der Feind war stark, doch wir waren stärker. Und das heißt, ich habe die richtige Wahl getroffen. Wie ich es mir dachte, waren würdige Anführer unter euch, Aldin Garuda und Tatushi, um genau zu sein. Ihnen danke ich besonders für die Tapferkeit und Besonnenheit, die sie bei der Verteidigung des Anwesens gezeigt haben. Allerdings bedeutet dieser Angriff, dass wir noch weniger Zeit haben, als ich dachte. Jemand weiß bereits von unseren Plänen und versucht, sie zu durchkreuzen. Ihr werdet umgehend zu eurer Expedition aufbrechen. Lady Aldori, bitte, ich weiß, wer hinter diesem Angriff steckt. Der niederträchtige König von Pitax Irovetti. Und ich weiß auch, wer der hier anwesend für ihn arbeitet. Nach einer dramatischen Pause deutet Tatushio mit einem Finger auf dich. Aydin Garuda, zeigt allen den Ring, den ihr tragt. Dachtet ihr, ich würde Irovetti-Siegel nicht erkennen? Deshalb wurde sie nicht getötet. Die Banditen haben sie an diesem Siegelring als eine der ihren erkannt. Eben Pitax lesen? Pitax, nachdem es lange Zeit als Zufluchtsort für Diebe und Schmuggler diente, ist Pitax inzwischen ein bedeutender Handelsplatz in den Flusskönigreichen. Es strebt außerdem danach, ein Zentrum der Kultur und Bildung zu werden, kann seinen zweiteiligen Ursprüngen jedoch nicht entkommen. Es geht hier in dem Dialog um genau den Ring, den Tatushio uns vor ein paar Folgen untergeschoben hat, mit der Begründung, dass wir ihn dann besser beschützen können. Wir haben ihn nicht angezogen, den Ring, wohlweislich, dass er uns damit natzen wollte. Dadurch eröffnet sich überhaupt hier die Diplomatie-Option, den Ring aus deiner Tasche holen, weil wir haben ihn ja nicht am Ring, am Finger. Aber ich denke, wir werden die Wissenweltwurf mal nutzen, denn ja. Habe ich noch nie benutzt. Ich habe keine Verbindung nach Pitax, aber Tatushios Namen, seinem Akzent und seinem Gewänder nachzuurteilen, stammt er von dort. Wer von uns sieht eher wie ein Spion von Irovetti aus? Vermutlich ja, aber dieser Beweis ist bestenfalls ein Indiz. Unter uns ist definitiv ein Spion, aber wer? Tatushio oder Aldin Garuda? Im Moment steht Aussage gegen Aussage. Ich fürchte, ihr steht beide unter Verdacht. Sie sind euch beide zu Hilfe gekommen, Lady Yamandi. Doch die List eines Lügners kennt keine Grenzen. Ich bin diesen beiden und ihren Gefährten noch nie begegnet. Wer weiß, sie könnten Verschwörer und Spione sein. Wie könnt ihr das sagen? Ich habe zusammen gekämpft, wir sind buchstäblich zusammen durchs Feuer gegangen. Und dann habt ihr euch in Luft aufgelöst, nachdem ihr versprochen hattet zu warten. Das Tiefling-Mädchen ist offensichtlich beschämt. Meine Worte sind vielleicht schroff. Ich wette mein Leben, dass Aydin Garuda gewiss keine Spionin ist. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie sie mit diesem Gesindel umgesprungen ist. Wie eine wahre Kriegerin. Ich werde für sie durchs Feuer gehen. Diese violette Halunke allerdings, Amirik spuckt angewidert auf den Boden. Er hat die Augen eines Spions und die Visage eines Spions. Mit diesem Dialog, den wir vorhin geführt haben, wurde jetzt entschieden, dass Amiri unserer Gruppe beitritt. Wäre der Dialog anders gelaufen und der Verdacht wäre komplett auf uns gelandet, wäre Amiri erstmal bei Tatushio mitgegangen. Ich weiß gar nicht, wen wir dann bekommen hätten. Ich glaube Jethel, wenn mich nicht alles täuscht. Jethel oder Harem. Ja, hier werden die moralischen Entscheidungen nochmal erklärt. Das ist das, was ich auch gerade erklärt habe. Lady Aldori, hört nicht auf diese starkköpfige Barbarin. Sie weiß nicht, was sie da redet. Während des Angriffs hat Aydin Garuda ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie hat uns gezwungen, in die Rüstkammer einzudringen und euch zu bestehlen. Ja, eben die Rüstkammer, bei der Tatushi wollte, dass wir reingehen. Und als wir in der Rüstkammer waren, ihr erinnert euch, da wollte er uns auch noch überreden, eine Geldkassette aufzumachen.
Hätten wir das getan, hätte er noch ein Argument mehr gegen uns in der Hand, weil wir die Geldkassette dann ausgeraubt hätten. So ist es nur die Rüstkammer. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt mit der rechtschaffenneutralen Diplomatie 11 Option, uns da rauszureden, denn die werde ich jetzt benutzen. Verzeiht mir mein Eindringen, aber zu meiner Verteidigung, wir waren im Kampf und brauchten dringend Waffen. Wurf erfolgreich. Angesichts der Umstände war das mehr als vernünftig. Gibt auch immer Erfahrungspunkte, wenn man sowas schafft. Das war eine vernünftige Entscheidung. Manchmal muss man auf eigene Gefahr handeln. Solange man die Grenzen des Erlaubten einhält, ist Eigeninitiative kein Verbrechen. Es ist irrsinnig, sich im Angesicht des Todes zu fragen, ob man möglicherweise gegen irgendwelche Gesetze und Regeln verstößt. Und noch irrsinniger wäre es, für eine richtige Entscheidung um Vergebung zu bitten. Tut mir leid, Aydin Garuda, aber euren Worten mangelt es an Weisheit. Mit diesem Dialog hat sich entschieden, dass Valerie mit uns kommt und Harim erstmal bei Tushio mitkommt. Man kann das halt beeinflussen, indem man vorher andere Entscheidungen trifft, die dazu führen, dass man die Option eher weniger schafft oder eben andere Dialogoptionen wählt, die den Charakteren der Gruppenmitglieder besser entsprechen. Dann hat man halt Einfluss darauf, wen man von Anfang an mitnimmt. Tatushio. Was ist mit diesem Trick, den sie abgezogen hat, bevor wir hier reinkamen? Sie wusste ganz genau, dass ihr mit dem Feind ringt, aber anstatt zu Hilfe zu eilen, hat sie getrödelt, so lange sie konnte. Sie ließ alles stehen und liegen, um Leute aus dem Feuer zu retten, obwohl die Wachen alles im Griff hatten. Aydin Garuda hoffte offenbar, sie würde zu spät kommen, um euch nur noch tot aufzufinden. Retten? Ja gut, da sagt er, du hast Valerie getroffen, geholfen, Personen aus dem Feuer bei Yamandi Aldoris Residenz zu retten. Wir werden die gute Option wählen. Vor meinen Augen sind Leute gestorben. Wie hätte ich da tatenlos zusehen können? Auch erfolgreich. Ist das euer Ernst, Hattusio? Wollt ihr Aydin Garuda wirklich vorwerfen, dass sie Leute aus einem Feuer gerettet hat? Möge Shellyn mir ersparen, dass ich jemals eine solche Entscheidung treffen muss. Aber Aydin Garuda hat sich anständig verhalten, wie eine wahre Anführerin. Shellyn, auch bekannt als Ewige Rose, die ewig jung gebliebene und die Unbestechliche, ist die Göttin der Kunst, der Schönheit, der Liebe und der Musik. Sie ist die Halbschwester von Zhon Kuton. Sie konzentriert sich auf innere Schönheit ebenso wie auf äußere. Im Rahmen ihrer Rolle als Göttin der Schönheit fördert Shellyn die Kunst sowie die Komposition und Darbietung von Musik. Shellanes Kleriker sind oftmals selbst Künstler. Als Liebesgöttin unterstützt Shellyn das Ausleben dieser Gefühle in all seinen Formen. Sie ist keine Göttin von Sexualität, Lust oder Fruchtbarkeit und trennt scharf zwischen Liebe und Sexualität, was jedoch nicht bedeutet, dass sie erotische Liebe ablehnt. Die wenigen Paladine, die sie verehren, widmen sich der Minne. Lindsay wäre sowieso mit uns mitgekommen. Die gehört einfach dazu. Ist quasi, die ist ja auch so die Geschichtenerzählerin und so, die wird man nicht so schnell los. Ein wahrer Anführer hat klare Prioritäten und würde um irgendeines Dieners willen niemals das Leben eines wertvollen Verbündeten gefährden. Schluss mit dem Geschwätz. Ich bin immer noch nicht sicher, wen von euch ich trauen kann. Allerdings ist das Risiko zu groß, die ganze Angelegenheit in die Hände eines Spions zu legen. Ich sage euch, was wir machen. Es werden zwei Gruppen aufbrechen. Eine unter der Führung von Tatushio und eine unter dem Kommando von Aydin Garuda. So kann ich wenigstens sicher sein, dass eine der beiden Gruppen meine Interessen in der Raublande vertreten wird. Lady Aldori. Valerie verneigt sich respektvoll vor der Schwertfürstin. Die meisten der Leute, die in die Raublande reisen sollten, wurden getötet. Und die Überlebenden brauchen Hilfe. Bitte gestattet mir, mich der Expedition anzuschließen. Ich bedauere es zwar, eine so talentierte Kriegerin zu verlieren, aber ihr habt recht, Valerie. Sie brauchen euch im Moment dringender. Geht und möge Abadar mit euch sein. Welcher bei beiden Gruppen wollt ihr euch anschließen? Abadar, der Gott der Städte, Gesetze, Händler und des Wohlstands, ist in den östlichen Drachenreichen auch als der Gott der Mauern und Gräben bekannt, gilt als sehr geduldig
Er nimmt stets eine neutrale Haltung ein und strebt mehr Zivilisation und Ordnung unter den Völkern von Golarion an. Wenn es Aydin Garuda recht ist, würde ich mich gern ihrer Gruppe anschließen. Sie scheint in meinen Augen eine würdige Kommandeurin zu sein. Kommandeure, militärische Anführer. Alle diese Gesetze und Regeln sind nichts als Staub und Tand. Ich denke, ich werde mit Tatushio gehen. Harim dachte über die Gefühle nach, die du in einem Gespräch mit Yamandi enthüllt hattest, und fand, dass du zu sehr auf den Buchstaben des Gesetzes beharrst. Seines Erachtens war das töricht. Aydin Garuda ist gut im Kampf, aber mir gefällt dieses spirituelle Gejammer nicht. Ich bevorzuge Leute, die handeln, ohne Zeit damit zu vergeuden, jedem Nichtsnutz zu helfen. Leute wie Tatushio. Yetil überdachte die Gedanken, die du in einem Gespräch mit Yamandi offenbart hattest, und fand in ihnen zu viel sinnlose Höflichkeit. Sie war nicht beeindruckt. Oh, Tatushio wird den ganzen Ruhm einheimsen und fertig. Shaelin, erspar mir solche Verbündete. Aydin Garuda, ich gehe mit euch. Ihr seid eine Heldin, die meine Feder würdig ist. Was mich angeht, ich kenne keinen der beiden, zumindest nicht gut genug. Und ich habe nicht den Wunsch, ein unwissender Bauer im Spiel eines unwürdigen Anführers zu werden. Wenn Lady Yamandi es gestattet, bleibe ich in Restov und helfe, die Wunden zu heilen, die dieser Angriff geschlagen hat. Aber wer weiß, die Straße könnte mich in die Raublande führen. Nur jetzt noch nicht. Da muss ich nicht überlegen. Aydin Garuda, ich komme mit euch. Was dich angeht, du violette Kröte, warte nur, bis wir uns unterwegs treffen. Dann knüpfe ich deine hinterlistige Leiche an einen Baum. Also schön, wir haben zwei Gruppen. Um unterwegs unnötige Konflikte zu vermeiden, werdet ihr auf unterschiedlichen Routen in die Raublande reisen. Tatushios Gruppe wird zu Nivaktas Kreuzung marschieren. Der dortige Garnisonskommandant wird ihm jede Hilfe gewähren, die er braucht. Aydin Garuda wird ihre Gruppe zu Oleg Leftos Handelsposten führen. Der gute Mann beklagt sich nun schon seit einer langen Weile über die Banditen des Hirschkönigs. Dort bekommt ihr sämtliche Vorräte, die ihr für eure Reise braucht. Wir haben Rastvorräte bekommen und Rationen, die brauchen wir zum Campieren. Und wir haben eine Schriftrolle Tote erwecken bekommen. Ja gut, für uns, ich weiß gar nicht. Auf leichten Schwierigkeiten können die überhaupt sterben. Auf jeden Fall sehr sinnvoll auf höheren Schwierigkeitsgraden. Aydin Garuda, ich würde euch gerne glauben, aber ich weiß nur allzu gut, wie überzeugend Verräter und Spione sein können. Wenn ihr wirklich unschuldig seid, hoffe ich, ihr könnt mir diese Vorsichtsmaßnahmen verzeihen. Während eurer Abwesenheit wir Kästen die Ereignisse dieser Nacht untersuchen und herausfinden, wer in Restov für Pitax arbeitet. Aber ihr solltet wissen, dass Pitax nicht unsere einzige Sorge ist. Auch das Königshaus der Sotova könnte versuchen, unsere Pläne zu durchkreuzen. Bis jetzt könnte ich die Angelegenheit geheim halten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Ich würde sagen, ihr habt höchstens 3 Monate. Danach wird alles, was ihr erreicht habt, sinnlos sein. Das ist an der Stelle ein ganz interessanter Hinweis. Wenn wir die Aufgabe, die jetzt kommt, vor den 3 Monaten abschließen, das ist quasi noch der Prolog, der jetzt kommt. Ja, die Vorbereitung für die eigentliche Quest, bevor wir das Königreich starten und so. Und wenn wir das vor diesen 3 Monaten schaffen, dann ist die Yamandi Aldori sehr zufrieden und belohnt uns noch zusätzlich mit einem ziemlich starken Schwert. Das werden wir in dem Fall jetzt nicht brauchen. Ich muss mal gucken, ob wir das so spielen, dass wir die 3 Monate schaffen. Aber wenn man jetzt einen Schwertkämpfer spielt, dann ist das ganz nice zu haben. Hat aber den Nachteil, man kann in diesem Prolog schon ziemlich viel erkunden und einige Sachen, Aufgaben erledigen. Das kann man alles hinterher noch machen, aber danach hat man auch ein Königreich zu verwalten und bekommt auch einige Aufgaben, die ein bisschen auf Zeit laufen. Und na, dann hat man nicht mehr unbedingt den Überschuss, um da noch reinzugehen. Deswegen muss man so ein bisschen die Balance finden und überlegen, ob einem dieses Schwert das wert ist, ja. Ich muss noch gucken, ich muss überlegen. Vielleicht spielen wir das so, dass wir das Schwert bekommen. Dann seht ihr das. Aber ich will es noch nicht versprechen. Ich weiß es noch nicht. Ist nur eine Idee. Jo. Ich glaube, hiernach gibt es einen Ladebildschirm. Mal gucken. Dann mache ich wieder einen Schnitt, den erspare ich euch.
Nee, noch nicht. Und nun, leb wohl. Dieser Kampf war nur die erste Prüfung auf eurem Weg und ihr habt als wahrer Champion von Restov bestanden. Möget ihr alle weiteren Hindernisse ebenfalls überwinden. Fürchtet nichts, meine Freunde, und kehrt siegreich zurück. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu zocken. An dieser Stelle beenden wir das Let's Play für heute und setzen unsere Reise beim nächsten Mal fort. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal ein Abo und einen Daumen hoch da. Bleibt artig. Bis zum nächsten Mal. Euer Ben.